Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den FC Carl Zeiss Jena begrüßen. Wichtige Information noch für die Presse: 3.478 Besucher sahen am heutigen Nachmittag den 2:1-Sieg unseres KFC gegen Carl Zeiss Jena. Dann habe ich noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Der VfR Aalen unterliegt Fortuna Köln 0:1. Die Spielvereinigung Unterhaching und Preußen Münster trennt sich unentschieden 1:1. Ebenfalls unentschieden Eintracht Braunschweig gegen die Sportfreunde Lotte. Da allerdings 2:2. Der VfL Osnabrück schlägt den ersten FC Kaiserslautern 2:0. Und Energie Cottbus gewinnt gegen den FSV Zwickau 2:1. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Marc Zimmermann, zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Zimmermann, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Dankeschön. Ja, Glückwunsch, Stefan. Glückwunsch an den KFC Oerding für einen verdienten Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit. Ich war gerade bei der Mannschaft, habe der Mannschaft gesagt, dass ich ein wirklich sehr gutes Spiel von Ihnen gesehen habe, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, auch nach der Reaktion. In dem Rückstand, den wir ein bisschen selber einleiten, haben wir wirklich 45 sehr, sehr gute Minuten gehabt. Und unser Ziel war es, in der zweiten Halbzeit genauso weiter zu spielen, mutig nach vorne zu spielen, aber auch früh zu attackieren. Und genau das Gegenteil war der Fall. Oerding hat natürlich auch, das hat man gemerkt, eine Schippe draufgelegt, war sehr motiviert in der zweiten Halbzeit. Und genau diese 7 Minuten in der zweiten Halbzeit, inklusive des Führungstreffers und des Siegtreffers durch Aigner, haben dazu geführt, dass wir das Spiel verlieren, weil uns einfach in so einer Situation die Erfahrung fehlt. Die Erfahrung und die Qualität der einzelnen Spieler uns geschlagen hat. Und klar war es zum Schluss dann so, dass wir volles Risiko gegangen sind. Und dann gab es die eine oder andere Konterchance, wo wir auch hätten noch 1-2 Tore bekommen können. Aber das habe ich nicht so auf dem Zettel, sondern es ist einfach unheimlich schwer, dann gegen eine sehr erfahrene Mannschaft, wie es Oerding ist, zurückzukommen. Diesen zweiten Rückstand einfach nochmal zu verdauen, weil eben diese Leistung zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht da ist, nicht da war, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist eben das, wo wir sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlen, auch jetzt im zweiten Jahr, wo wir versuchen werden, auch weiterhin unseren Stil zu spielen. Und auch wenn es jetzt 6 Spiele in Folge waren, die wir sieglos sind, es ist so, dass wir versuchen, weiter so Fußball zu spielen. Und wir werden irgendwann, wenn wir weiter so spielen, auch wieder Punkte sammeln. Auch wenn es mir schwerfällt als Trainer, die Jungs dann immer zu motivieren nach dem Spiel und zu sagen, dass wir eigentlich gut gespielt haben und nicht 10 Punkte mitgenommen haben. Und das ist nun mal das, was im Fußball zählt. Und wie gesagt, da sammeln wir Woche für Woche Erfahrung, auch wenn sie sehr, sehr weh tun. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar bitten. Ja, hallo alle zusammen. Zimmer, danke für die Glückwünsche. Ja, der Kollege hat auch schon relativ viel Richtiges gesagt. Erste Halbzeit habe ich ähnlich gesehen. Eigentlich mehr Ballbesitzzeiten von Jena. Wir sind nicht so gut reingekommen, haben uns dann so nach einer Viertelstunde ins Spiel reingebissen, hatten dann eine Phase, wo es eigentlich ganz gut gelaufen ist, auch fußballerisch, wo wir dann in Führung gegangen sind. Aber man merkt dann eben fußballerisch, dass Jena schon ganz lange zusammenspielt, teilweise von der Jugend an. 6, 7, 8 Jungs schon Jahre zusammen kicken, das siehst du dann einfach, da passen viele Automatismen, nicht einfach zu verteidigen. Und bei dem Gegentor stellen wir uns allerdings relativ blöd an, kommt noch dazu, dass es gut gespielt war. Und so geht es irgendwie verdient, weil wir auch eine Riesenchance durch Öztürk nicht nutzen, nach der Ecke mit 1:1 in die Halbzeit. In einem intensiven, guten Drittligaspiel, was ich bis dahin gesehen habe. Mit der 46. waren wir wesentlich griffiger, waren viel mehr in Offensivsituationen drin, hatten schon vor dem Tor mehrere Möglichkeiten, vielleicht in Führung zu gehen. Das war unsere beste Phase eigentlich im Spiel. Und nachdem wir das Tor erzielt haben, hätte ich mir schon gewünscht, dass wir ein bisschen mehr noch nachsetzen. Was die Mannschaft dann sehr, sehr gut gemacht hat, ist, wir haben es relativ sauber wegverteidigt. Also wir haben nicht mehr viel zugelassen. Wir haben mögliche Konterchancen ein bisschen fahrig liegen lassen, weil der letzte Ball oft gefehlt hat, und hinten raus Tore liegen lassen oder Chancen nicht genutzt, die dir aber im Fußballspiel immer auf die Füße fallen können. Ja, also da braucht nur
einen Ball nochmal nach einer Standardsituation reinzufliegen. Und wie oft sind Tore schon in der 93., 94., 95. dann gefallen? Und da hat mir so die letzte Konsequenz gefehlt, um das Spiel schon etwas früher für uns klar zu machen. Aber gut, das ist, wenn du es dann gewinnst, ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich fand, ähnlich wie Zimmers beschrieben hat, zwar ein gutes Drittligaspiel. Und aufgrund der zweiten Halbzeit glaube ich auch, dass wir es nicht ganz unverdient verloren haben, aber es war ein verdammt hartes Stück Arbeit. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Jena alles Gute für den weiteren Saisonverlauf, eine gute Heimreise. Ist ja ein Stück bis Thüringen. Sie freue ich mich schon drauf, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Am Samstag, 27. Oktober, 14 Uhr, hier in Duisburg zu Gast, die Sportfreunde Lotte. Bis dahin, noch ein schönes Wochenende. Tschüss, sagt ihr und euer Herz Zürich.